Des Abends. Tobias Huber, ausgesprochen erfahrener Grappler, auch sehr erfahrener MMA-Kämpfer, gegen einen langen Schlagskämpfer von den Cobras. Der so aussieht, als wüsste er seine Länge beim Schlagen auszunutzen. Reichweite ist viel wert. Sehr schöner Sprawl. Aber geschickt. Tobias will diesen Kampf auf dem Boden haben. Hat eine Under-Over-Position. Butterfly geht zu Full Guard. Und arbeitet sofort am Armbar. Oh, harter Ellenbogen. Zu viel reden sollte man nicht beim Kämpfen. Wobei, wir nehmen es mit Humor. Tobias kontrolliert den Kopf. Arbeitet mit seiner linken Seite. Nach oben. Versucht den rechten Arm reinzuziehen, geht zur Guillotine. Und wird wahrscheinlich gleich zum Triangle Choke umsetzen. Versuchen auf jeden Fall. Aber Mattea lässt sich den Arm nicht reinschieben. Er hat zwar den Guillotine-Griff um den Hals, hat aber seine Hände nicht zusammen. Deswegen ist das keine effektive Technik für die Aufgabe herbeizuführen. Matthias sehr verhalten, Kontrolle. Sweep-Versuch von Tobias. Löst den Bodenkampf. Den Kampf zurück in den Stand. Oh, den hat er nicht kommen sehen. Die Treffer, die man nicht kommen sieht, sind immer wesentlich schlimmer als die, die man kommen sieht, weil der Kopf nicht angespannt ist und auf einen Einschlag wartet. Aber wir sind im Clinch. Arbeitet am High Crutch Single Leg. Ja, aber die Takedown Defense hat fast gehalten. Aber Erfolg für Tobias. Findet sich in Top-Position in Half Guard. Da sollte er klare Vorteile haben. Aber Mattea gibt sich nicht so leicht geschlagen und hält dagegen. Dreht sich zwar zur falschen Seite. Man darf sich nicht vom Gegner wegdrehen, man muss sich zum Gegner hindrehen. Quarter Mount. Damien Meyer geht von hier auf den Rücken. Setzt den Fuß ein, versucht Quarter Mount in eine Mount umzuwandeln. Das sollte auch zum Erfolg führen, aber geschickt auf der anderen Seite das Bein wieder eingefangen. Ground and Pound, beide Hooks drin. Ja, geschickt dreht er sich raus, aber Tobias hat es gerettet. Der Body Triangle hält ihn oben. Und jetzt Hagelschläge von hinten. Ein Body Triangle, diese verkreuzten Beine. Machen es sehr schwer, den Gegner abzuschütteln und beeinflussen auch die Atmung. So. Er hat noch keinen Arm um den Hals. Geschickte Verteidigung von Mattea, aber das ist keine gute Position.
Das ist keine gute Position. 22 Sekunden. Das ist nicht viel Zeit, um einen Choke vorzubereiten. Das heißt aber nicht, dass es nicht klappen kann. Ja, Mattea macht die richtige Abwehr, schiebt den wirkenden Arm über seinen Kopf weg. 10 Sekunden. Ja. Klare Vorteile auf dem Boden für Tobias Huber und klare Vorteile für Mattea im Stand. Beide hatten gute Momente in dieser Runde. Anfang ging ganz klar an Mattea, das Ende ging ganz klar an Tobias. Wie die Punktrichter das sehen, bleibt denen überlassen. Aber Punktrichter haben oft die Tendenz, das Ende der Runde mehr zu bewerten als den Anfang. So, und weiter geht's. Wer wird seine Vorteile ausstellen? Spielen. Mattea im Stand, Tobias auf dem Boden. Und mit Anlauf. Oh Gott. Ja, stopp. Deswegen Käfig kämpfen oder in einem Ring kämpfen, der unten Netze gespannt hat. Das ist nicht so sicher. Ja. Und schon wieder aus dem Ring rausgesprawlt. Ja, es gab halt Probleme mit dem Ring. Heute, der ursprüngliche Ring steht irgendwo mit einem kaputten Anhänger auf der Autobahn. Deswegen arbeiten wir jetzt in einem Ring, der nicht wirklich für MMA vorbereitet ist. Und die Resultate sehen wir gerade mit ständigen Abbrüchen des Kampfes oder wenigstens Verzögerungen des Kampfverlaufes. Er hält die Ringseile, das darf man natürlich nicht. Man hält wieder die Ringseile und landet unten. Sehr gute Arbeit von Tobias. Takedown, Side Control, da war er vorhin, da hat er sich wohl gefühlt und gut gearbeitet. So. Er hat aber jetzt wirklich viel Zeit zum Arbeiten. Über 3 Minuten. Mattea muss sich wirklich was einfallen lassen. Wie gesagt, er dreht sich immer noch von Tobias weg, anstatt zu ihm hin. Und wenn man sich freiwillig den Rücken zum Gegner dreht, ist es wirklich schwer, sich zu verteidigen. Und hier ist die Mount. Was ist denn jetzt? Oh, okay. Ah, okay. Es scheint, als der Kämpfer aus der Unterlage mit den Fingern in die Nähe der Augen von Tobias gekommen ist und wurde jetzt schwerst ermahnt. Wenn er das nochmal tun würde, wird es einen Punktabzug geben. Bekommt er einen Punktabzug? Bekommt er einen Punktabzug, ist der Kampf weg. Also auf jeden Fall ist er nicht mehr durch Punkte zu gewinnen. Mattea macht gar nichts und er dreht sich wirklich immer in die falsche Richtung. Man muss sich zum Gegner hindrehen. Wenn man sich wegdreht, gibt man den Rücken her und kann sich nicht wehren. Und das sieht auch nicht gut aus. Wenn man sich nicht intelligent verteidigt, ist der Kampf bald vorbei.
Treffer. Oh, der sitzt tief, wenn er jetzt die Hände zusammenkriegt und sich auf den Rücken dreht. Die Guillotine könnte sehr, sehr unangenehm werden. Das mit dem Ring ist wirklich lästig. Sitzt die Guillotine. Aber Mattea, ja, er weiß, dass er den Griff lösen muss. Wenn sie sich jetzt dreht und sie auf dem Tobias auf dem Rücken landet und ein Bein über den Rücken von Mattea kriegt, ist vorbei. Aber das hat er nicht geschafft.